Der Multimilliardär und Gründer von Sun Microsystems, Bill Joy, bewies im Jahr 2000 einigen Mut, als er sich an die Öffentlichkeit wandte und vor einem Konsens auf Seiten der technokratischen Elite warnte, laut dem die Menschheit bis zum Jahr 2030 bestenfalls völlig versklavt sein wird und schlimmstenfalls die Tötung von allen geschehen wird, die nicht Teil der Elite sind. Ein Who is Who der Technokraten sind Mitglieder der transhumanistisch oder posthumanistisch genannten Bewegung. Viele der Anhänger sehen nur die nützlichen Aspekte des exponentiellen Wachstums der Technologie. Beispielsweise könnte Blinden die Sehfähigkeit und Tauben das Gehör zurückgegeben werden. Man könnte das Leben von allen Menschen verlängern. Aber was viele von ihnen nicht wissen, ist, dass der führende Eugeniker Julian Huxley den Transhumanismus gestartet hatte und dass die Lenker der Gesellschaft offen eingestehen, dass das neue System die völlige Versklavung zum Ziel hat. Der führende Transhumanist Ray Kurzweil prahlt damit, dass der technologische Fortschritt denjenigen ewiges Leben verschaffen wird, die es sich leisten können. Er gesteht jedoch ein, dass die meisten nicht mit der neuen Herrenrasse Schritt halten werden. Das Streben nach einer Weltregierung dreht sich nun hauptsächlich um die Frage, wer die effektiven, lebensverlängernden Systeme kontrollieren wird und auf jene zugreifen kann. Die biologische Evolution ist zu langsam für die menschliche Spezies. Im Laufe der nächsten paar Jahrzehnte wird sie im Staub zurückgelassen werden. Ray Kurzweil. Die Transhumanisten glauben, dass sie den Jungbrunnen finden werden, indem sie mit der Technologie verschmelzen. Jetzt könnte sich dies für sie in greifbarer Nähe befinden. Vor Jahrzehnten sagten Transhumanisten, dass falls man in der Zukunft keine Implantate und andere leistungsverbessernde Erweiterungen der Körperfunktionen akzeptiert, man keinen Job mehr finden könnte. Heute beginnt diese Vorhersage einzutreffen.